Moin und hallo auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Mario Kart 8 Deluxe. Und zwar schauen wir in den DLC rein, damit wir auch alle einen Mehrwert davon haben. Denn ihr kennt vielleicht die Strecken noch nicht. Ich kenne sie lustigerweise auch nicht. Ich bin noch gar nicht so gut mit Mario Kart. Schauen wir mal. Ich habe jetzt die mittlere Schwierigkeitsstufe eingestellt. Bei den letzten Malen hatten wir mal mehr, mal weniger Herausforderungen. Also vielleicht erhöhe ich auch den Schwierigkeitsgrad. Wir hatten beim ersten Mal den Boomerang Cup gespielt, beim letzten Mal den Frucht Cup und heute spielen wir den Mond Cup aus der zweiten Welle, glaube ich. Es gibt ja vier Wellen vom DLC, vom Erweiterungspass, und davon sind jetzt drei schon erschienen. Die vierte Welle kommt, glaube ich, im Sommer 23 oder im Herbst, ich weiß gar nicht genau, ich habe das nicht im Kopf. Aber die werden wir uns natürlich auch anschauen. Und wenn euch das gefällt, ich spiele auch viele andere Nintendo-Spiele auf dem Kanal, vorzugsweise Pokémon oder Zelda oder andere JRPGs. Okami spiele ich aktuell. Dann würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Ich mache das ja jetzt seit ungefähr 2 Jahren, aber im April werden es 2 Jahre. Und ich bin eigentlich soweit zufrieden mit den Klickzahlen, die ich so generiere. Aber wenn ich jetzt in den letzten Wochen habe ich vermehrt in den Statistiken gesehen, dass so gut wie alle, die auf meine Videos klicken, gar nicht abonniert haben. Und das finde ich natürlich super schade. Ist auch schade für euch, denn dann kommt ihr halt nicht so gut mit, wenn mal wieder ein neues Video von mir erschienen ist. Wenn euch das gefällt, dann gebt mir gerne ein kostenloses Abo. Und wenn euch das nicht gefällt, dann teilt mir doch gerne mit, warum euch das nicht gefällt. Ist der Ton blöd? Oder ist das Video blöd? Ist der Inhalt blöd? Ist vielleicht der Spielbildschirm zu klein, weil ich noch einen Rahmen im Overlay quasi angelegt habe? Ich probiere mich da ja aus. Von daher, gebt mir gerne Kritik. Da freue ich mich drauf. So, wir sind stabil Erster. Das heißt, scheint uns hier keine großen Sorgen zu machen. Ist das eigentlich Berlin? Also ich weiß, es gibt ja einige Strecken im DLC, die sind quasi Metropolen nachempfunden. Es gibt ja eine Strecke in Paris, eine in Tokio. Und ich meine, es gibt auch einen, ja klar, in Berlin, da sehe ich ja, das ist Brandenburger Tor. Nett. Aber blöd ist, das sind Strecken, deren Verlauf, deren Streckenverlauf sich von Runde zu Runde ändert. Da komme ich immer nicht so gut mit zurecht. Aber hier haben wir es überstanden, wir sind Erster geworden. Dann gehen wir auch direkt zum nächsten Rennen. Ich habe auch ein bisschen herum experimentiert, was meine Thumbnails angeht. Ich weiß ja, dass ist ganz wichtig, um auf YouTube gesehen und auch geklickt zu werden, dass man gute Thumbnails hat. Von daher, wenn euch die gefallen, teilt mir das gerne mit, und wenn sie euch nicht gefallen, teilt mir das auch gerne mit. Denn dann ändere ich die natürlich gerne.
Ich habe auch überlegt, vielleicht gefällt euch das, das Intro, das ich vor jedem Video quasi einbinde, nicht so gut. Vielleicht lasse ich das mal weg und schau einfach mal, wie sich die nächsten Videos so entwickeln, ob es dabei bleibt, dass die Klickrate okay ist, aber die Watchtime ausbaufähig und die Abozahlen stagnieren. Wobei an sich finde ich ja auch die Abozahlen okay, aber es ist halt schade, dass so viele Leute auf die Videos klicken, aber nicht auf den Abo-Button. Dann muss ich ja als Creator irgendwas falsch machen. Da gibt es halt super viel, finde ich, noch zu lernen. Auch wenn ich das jetzt schon in Anführungsstrichen seit 2 Jahren mache. Ich bin übrigens nicht immer auf YouTube live. Eigentlich ist meine Heimat Twitch. Da heiße ich auch Senior Brahma. Da könnt ihr auch super gern vorbeischauen. Ich finde, dass die Möglichkeit mit dem Chat zu interagieren auch noch größer als bei YouTube. Beziehungsweise YouTube Live. Also mindestens einmal in der Woche bin ich da auch. Aktuell spiele ich Okami HD. Im Mai werden wir das neue Zelda Tears of the Kingdom spielen. Im Juli überlege ich, Hogwarts Legacy zu spielen, weil das auf die Switch herauskommt. Und ich habe mein Auge auch geworfen auf das Life is Strange Remaster, das im letzten Jahr rausgekommen ist für die Switch. Denn Life is Strange ist so eine meiner Lieblingsspielereien. Ich habe die Originale schon mehrfach gespielt, auch schon auf dem Kanal hier Let's Played. Das waren so meine Anfänge als Content Creator. Und ja, darauf habe ich auch so ein bisschen mein Auge geworfen. Das könnten wir vielleicht dann im Spätsommer, im Herbst spielen. Und im Winter so weiter herum kommt auch der DLC zur aktuellen Pokémon-Generation, Pokémon Purpur und Karmesin. Das werden wir natürlich auch hier auf dem Kanal spielen. Also ihr seht, wenn ihr Bock auf Nintendo-Spiele habt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig und dann würde ich mich doch über ein Abo oder einen Kommentar oder ein Like sehr freuen, weil das hilft mir natürlich auch. Okay, also hier ist der Streckenverlauf für mich ein bisschen verwirrender, trotzdem sind wir stabil auf Platz 1. Naja, vielleicht beim nächsten Mal doch die Schwierigkeit hochschrauben. Ich weiß auch nicht genau. Mal sehen. Aber das ist ja auch schön, mal für uns alle die Strecken zu sehen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, weil wir keine 25 Euro für den Erweiterungspass ausgeben wollten. Ich habe das aus Recherche-Zweck natürlich getan. Die rote abkommen. Ich hatte mich schon geärgert, weil ich nicht zum mich schützen habe. Finde ich aber auch schön, diese Strecke. Es müsste auch eine komplett neue Strecke sein. Also ich habe ja so mitbekommen, in jedem der Wellen
vom Erweiterungspass gibt es quasi zwei Strecken von Konsolenablegern, eine Strecke von einem Handheld-Ableger und eine komplett neue Strecke. Und ich gehe davon aus, einfach davon, wie viele Objekte es hier gibt, dass das hier eine komplett neue Strecke ist. Und die finde ich ganz schick. Wenn ich Schneestrecken, die man nicht so gern mag, sind fast so schlimm wie Wasserstrecken. Jetzt sind aber viele Panzer unterwegs. Und wie konnte mich jetzt die rote, die blaue nicht treffen, obwohl ich erst bin? Ah, das ist eine ruhige Stunde. Ich dachte, wir sind schon am Ende, aber gut. Hier scheint es diesmal auch ein bisschen enger zu sein. Also wir sind zwar Erster, aber uns sind der zweite und der dritte immer auf den Fersen. Schauen wir mal, dass wir das hier noch über die Ziellinie bekommen. Aber ich glaube, der Sieg im Gesamtklassement, den kann uns keiner mehr nehmen. Selbst wenn wir hier nur Zweiter werden. Aber unser Ego bietet das natürlich. Ah, und da sage ich es, wir sind jetzt beide. Sehr nett. Okay, aber ich glaube, wir sind trotzdem Erster, genau, im Gesamtklassement sind wir auf Platz 1. Ach, es gibt einen Namen. Oh, da habe ich mich wohl vertan. Ich war der Annahme, das wäre schon Rennen 4. Oh, eine Stern, eine Regenbogenstrecke auch noch. Okay, also bist du jetzt schon anstrengend, damit wir im Gesamtklassement auf Platz 1 bleiben. Wir dürfen jetzt nicht absacken, aber Regenbogenstrecken sind hier immer so eine Sache für sich. So gefühlt die einzige Strecke in Mario Kart, bei der man auch mal bremsen sollte. Schöne DM-Soundtrack. Ich kann mich aber auch nicht an die Regenbogenstrecke erinnern. Vielleicht ist die auch neu gemacht. Schreibt das mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Also soweit ich weiß, ist immer eine Strecke pro Cup neu gemacht und die anderen Strecken sind Remake aus vergangenen Ablegern. War ich kurz etwas verwirrt, ob des Streckenverlaufes. Ah, die ist aber auch echt gut. Die Strecke, die gefällt mir. Scheint noch neu gemacht zu sein, weil die auch länger zu sein scheint als die Strecken, die wir bisher hatten. Verdammt. Okay, das darf uns nicht passieren.
Okay, aber trotzdem unangefochten Erster geworden. Das war keine allzu große Herausforderung. Dann schauen wir uns noch die Ergebnisse an. Sehr schön, Platz 1. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.